Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Sieh jetzt 7 Minuten aus dem Film. Das Land, in dem Lukas der Lokomotivführer lebte, hieß Lomaland und war nur sehr klein. Im Prinzip war es nur eine Insel, die aus zwei Bergen bestand. Einem hohen und einem, der etwas niedriger war. Häuser gab es natürlich auch in Lomaland. Und zwar ein ganz gewöhnliches und eines mit einem Kaufladen drin. Dazu gab es noch eine kleine Bahnstation, die am Fuße des Berges lag. Und oben auf dem Berg, zwischen den beiden Gipfeln, stand ein Schloss. Es war ein friedliches Leben auf der kleinen Insel Lomaland, bis eines Tages, ja, und damit beginnt nun unsere Geschichte. Ein Paket von der wilden 13. Wohnt hier eine gewisse Frau Malzahn? Frau was? Frau was? Das bin ich. Sie sind Frau Malzahn? Ich bin doch Frau was? Frau Malzahn? Macht Platz für seine Majestät. Könnte es sich vielleicht um einen Untertan handeln, der keine Steuern bezahlt? Wir werden nie erfahren, was drin ist oder wem es gehört, wenn wir es nicht aufmachen. Heilige Schmieröl. Was ist das denn, Euer Hoheit? In der Tat. Was ist es? Das ist ja vielleicht das hübscheste Paket, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. So eine Gemeinheit. Wenn ich den Kerl erwische, der das getan hat, der bekommt von mir eine Tracht Prügel, die er so schnell nicht vergisst. Frau Waas, ich befehle Ihnen hiermit allerköniglichst, sich um den Inhalt dieses Paketes zu kümmern. Liebend gern, Euer Hoheit. Aber wie soll es denn heißen? Das Kind braucht auch einen Namen. Ist es denn ein männlicher oder ein weiblicher Untertan? Vielleicht können wir das ja mal raus. Ich bin so frei, Eure Hoheit. Ein Junge. Und wie sollen wir ihn nennen? Ich würde ihn Jim nennen. Was meinst du? Ja? Jim? Ja? Hm? Frau Waas. Herr Ärmel, guten Tag. Und fesseln Sie ihn. Und gleich, gleich geht's rein. In den Tunnel. Wenn es das nächste Mal reißt, dann kannst du es einfach wieder zuknöpfen. Oh, ein Knopf? Mhm. Jim Knopf. Ein schöner Name, finde ich. Danke, Mama. Mhm.
Tag, Frau Vaas. Guten Tag, Herr Ärmel. Was kann ich an diesem wunderschönen Sommermorgen für Sie tun? Mein Verehrteste, Sie waren so freundlich, mir Ihre Hilfe anzubieten. Ach ja, ich soll etwas flicken und bügeln für Sie. Wo ist denn das gute Stück? Ein Sonntagsanzug, zwei seidene Gehröcke, drei Bauchbinden, vier gepunktete Fliegen und fünf Paar lange Wollsocken. Woll... Unterhosen. Ja. Wie charmant. Jim, sei ein Schatz und bring dieses eine Stück in die Kammer. Aber ich muss Lukas helfen gehen. Lukas kann sich sicher noch zwei Minuten gedulden. Und sei bitte besonders vorsichtig damit, ja? Ja, klar, Herr Ärmel. Dieser Junge, wenn er sich ein bisschen mehr mit Lesen und Schreiben beschäftigen würde und weniger mit Lokomotiven. Dann wäre er nicht unser Jim, nicht wahr, Herr Ärmel? Da haben Sie auch wieder recht, meine Liebe. Schönen guten Tag, Frau Vaas. Guten Tag, Herr Ärmel. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Der komplette Film hier auf YouTube.